Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Themenbereich Deutsch. Ich bespreche heute alle Zeiten und alle Personalformen für das Verb übersehen. Bevor wir zu den Zeiten kommen, ein kurzer Überblick über das Verb selbst. Beginnen mit den drei Stammformen, mit denen wir die Zeiten bilden. Erste Stammform übersehen, zweite Stammform übersah, dritte Stammform übersehen. Wir sehen einen Wechsel von der ersten zur zweiten Stammform hinsichtlich des Selbstlautes. Aus dem E wird ein A. Und immer wenn wir hier einen Wechsel vorfinden, dann handelt es sich um ein starkes, unregelmäßiges Verb. Eine weitere Besonderheit ist, dass Übersehen ein zusammengesetztes Verb ist, aus der Vorsilbe über und dem Vollverb sehen. Das hat zur Folge, dass wir die dritte Stammform nicht mit der Vorsilbe GE bilden, sondern wiederum mit der Vorsilbe über. Und dann die Silbentrennung. Man kann das Wort übersehen in drei Silben trennen. Übersehen. Kommen wir nun zur Bedeutung. Wie immer habe ich vier wichtige Bedeutungen für das besprochene Verb herausgesucht. Die wichtigste Bedeutung ist, wenn man ausdrücken will, dass man eine freie Sicht hat. Von hier aus übersieht man das ganze Tal, wenn man zum Beispiel auf einem Berg steht. Dann haben wir etwas versehentlich nicht wahrnehmen oder bemerken. Sie übersah leider das Warnschild und das hat sie unabsichtlich gemacht. Dann noch weitere zwei Anwendungen. Wenn man etwas nicht abschätzen kann, kann man auch hier das Verb übersehen verwenden. Das Ausmaß der Hagelschäden ist noch nicht zu übersehen. Und schließlich noch die vierte Anwendung, ein besonderes Erkennungsmerkmal einer Person. Aufgrund seiner Größe kann man ihn nicht übersehen. Kommen wir nun zu den Zeiten, beginnen wir mit der Präsensgegenwart für Ereignisse, die genau jetzt in diesem Moment stattfinden. Bildung mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Die erste Person Einzahl wird gebildet mit Ich übersehe. Die zweite Person Einzahl, die angesprochene Person, du übersiehst. Hier sehen wir eine zusätzliche Änderung vom E zu einem langen I. Die dritte Person Einzahl, die besprochene Person, männlich er, weiblich sie und sächlich es, er, sie es, übersieht. Hier sehen wir ebenfalls eine Änderung vom E zum langen I. Die Mehrzahlformen, erste Person Mehrzahl, wir übersehen. Zweite Person Mehrzahl, ihr überseht. Dritte Person Mehrzahl, sie übersehen. Hinsichtlich der Endungen haben wir in der ersten Person Einzahl ein E, in der zweiten Person Einzahl ein ST, in der dritten Person Einzahl ein hartes T. Dann haben wir in der ersten Person Mehrzahl ein EN, genauso wie in der dritten Person Mehrzahl und in der zweiten Person Mehrzahl ein hartes T. Das war die Bildung der Zeit von Präsens Gegenwart für das Verb übersehen. Bildung mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Kommen wir von der Gegenwart zur Vergangenheit, genauer zur Mitvergangenheit, für Ereignisse, die in der Vergangenheit begonnen und abgeschlossen sind. Deshalb bezeichnet man die Mitvergangenheit auch als Erzählzeit. Der Fachbegriff ist Präteritum. Wir haben hier ebenfalls eine einteilige Bildung, und zwar mit der zweiten Stammform und den entsprechenden Endungen. Die erste Person Einzahl wird hier gebildet mit Ich übersah. Die zweite Person Einzahl wird gebildet mit Du übersahst. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es übersah. Die Mehrzahlformen lauten erste Person Mehrzahl wir übersahen, zweite Person Mehrzahl ihr übersaht und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit wir übersahen. Wenn wir uns jetzt hier die Endungen anschauen, dann haben wir den klassischen Fall, dass bei einem starken, unregelmäßigen Verb in der ersten und dritten Person Mehrzahl keine zusätzliche Endung angehängt wird. Es gibt nur ein paar Ausnahmen zu dieser Regel. Die zweite Person Einzahl wird gebildet mit einem ST. Die Mehrzahl ist hinsichtlich der Endungen gleich wie im Präsens. Erste und dritte Person Mehrzahl mit einem EN und die zweite Person Mehrzahl mit einem harten T.
Eine weitere Zeitform, in der wir die Vergangenheit abbilden können, das ist das Perfekt. Diese wird in den mündlichen Erzählungen verwendet oder für Ereignisse, die in der Vergangenheit begonnen hat und bis in die Gegenwart andauert oder deren Folgen noch sichtbar sind. Hier haben wir zum ersten Mal eine zweiteilige Bildung, und zwar mit dem Hilfsverb haben im Präsens und dem Partizip 2 für das Vollverb. Das bedeutet für die Bildung in der ersten Person Einzahl: Ich habe übersehen. Die zweite Person Einzahl wird gebildet mit: Du hast übersehen. Und die dritte Person Einzahl: Er, sie oder es hat übersehen. Die Mehrzahlformen lauten: erste Person Mehrzahl: Wir haben übersehen. Zweite Person Mehrzahl: Ihr habt übersehen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit: Sie haben übersehen. Das war die Bildung der Zeitform Perfekt, Vergangenheit, für das Verb übersehen. Zweiteilige Bildung: erster Teil Hilfsverb haben im Präsens, zweiter Teil Vollverb im Partizip 2. Die letzte Zeitform, mit der wir die Vergangenheit abbilden können, das ist das Plusquamperfekt, auch Vorvergangenheit genannt. Wird immer dann angewendet, wenn zwei Ereignisse in der Vergangenheit stattfinden für das Vorhergehende, also für das Erstere. Deshalb auch der Name Vorvergangenheit. Wir haben hier ebenfalls eine zweiteilige Bildung, nur wird hier das Hilfsverb haben nicht im Präsens, sondern im Präteritum verwendet. Das bedeutet für die Bildung in der ersten Person Einzahl: Ich hatte übersehen. Die zweite Person Einzahl wird gebildet mit: Du hattest übersehen. Dritte Person Einzahl: Er, sie oder es hatte übersehen. Die Mehrzahlformen lauten: erste Person Mehrzahl: Wir hatten übersehen. Zweite Person Mehrzahl: Ihr hattet übersehen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit: Sie hatten übersehen. Das war die Bildung der Zeitform Plusquamperfekt, Vorvergangenheit, für das Verb übersehen. Zweiteilige Bildung: erster Teil Hilfsverb haben im Präteritum, zweiter Teil Vollverb im Partizip 2. Kommen wir nun von der Vergangenheit zur Zukunft für Ereignisse, die noch gar nicht stattgefunden haben. Hier sehen wir ebenfalls eine zweiteilige Bildung: erster Teil Hilfsverb werden im Präsens, zweiter Teil Vollverb im Infinitiv. Die Bildung lautet hier für die erste Person Einzahl: Ich werde übersehen. Zweite Person Einzahl: Du wirst übersehen. Dritte Person Einzahl: Er, sie oder es wird übersehen. Mehrzahlformen: erste Person Mehrzahl: Wir werden übersehen. Zweite Person Mehrzahl: Ihr werdet übersehen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit: Sie werden übersehen. Das war die Bildung der Zeitform Futur 1, Zukunft 1, für das Verb übersehen. Zweiteilige Bildung: erster Teil Hilfsverb werden im Präsens, zweiter Teil Vollverb im Infinitiv. Kommen wir nun zur letzten Zeitform, die wir bilden können in der Wirklichkeitsform. Das ist das Futur 2, Zukunft 2 oder auch vollendete Zukunft genannt. Einzige Zeitform mit einer dreiteiligen Bildung: erster Teil Hilfsverb werden im Präsens, zweiter Teil Vollverb im Partizip 2 und der dritte Teil wird gebildet mit dem Infinitiv von haben. Hinsichtlich der Bildung in der ersten Person Einzahl lautet die richtige Lösung: Ich werde übersehen haben. Zweite Person Einzahl: Du wirst übersehen haben. Dritte Person Einzahl: Er, sie oder es wird übersehen haben. Die Mehrzahlformen: erste Person Mehrzahl: Wir werden übersehen haben. Zweite Person Mehrzahl: Ihr werdet übersehen haben. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit: Sie
Verben übersehen haben. Das war die Bildung der Zeitform Futur 2, Zukunft 2 für das Verb übersehen. Wir finden hier eine dreiteilige Bildung vor. Erster Teil Hilfsverben im Präsens, zweiter Teil Vollverb im Partizip 2, dritter Teil Infinitiv von haben.